Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen, ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Schön, dass Sie dabei sind bei TV Allgäu Nachrichten. Das sind heute die Themen am Donnerstag. Probezeit bestanden, Arbeit des Schwabenbunds nimmt Fahrt auf. Nachwuchs gesucht, die Trachtenvereine in der Region sorgen sich um die Zukunft. Und der Blick in den Landtag, damit haben sich unsere Abgeordnete diese Woche in München beschäftigt. Als Gegenpol zu den Metropolregionen München, Stuttgart, Nürnberg und Zürich soll er ein Zeichen setzen, der Schwabenbund. Er umfasst die Regionen Allgäu, Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Ostwürttemberg und das schwäbische Donautal. Mit dem Schwabenbund soll die Gesamtregion gestärkt werden. Seit der Gründung vor gut 1,5 Jahren wird an mehreren Projekten gearbeitet. Im Rahmen der zweiten Mitgliederversammlung in Illertissen wurde eine erste Zwischenbilanz präsentiert. Der Schwabenbund ist jetzt auch online. Gestern wurde die Internetseite der Arbeitsgemeinschaft freigeschaltet. Darauf finden sich alle Informationen zum Schwabenbund sowie den aktuellen Projekten, erläuterte der Vorsitzende des Schwabenbunds Hans-Joachim Weirather bei der Pressekonferenz heute. Eines der Projekte, Südkurs. Dessen Homepage ist bereits vor einigen Wochen vorgestellt worden. Das ist der Hochschulführer schlechthin für das Gebiet des Schwabenbundes. Also von Allgäu, vom südlichen Allgäu begonnen bis runter nach Heidenheim, zum Landkreis Heidenheim. Hier wird die gesamte Hochschullandschaft toll in Szene gesetzt und das ist ein Navigator, ein Wegweiser für die jungen Leute, die ja dann hoffentlich am Ende auch bei uns in unserer Region, in der Region des Schwabenbundes studieren. Damit folgt der Schwabenbund einer Empfehlung der Prognos-Studie, die besagt auch, dass der Technologietransfer gestärkt werden sollte. Der Schwabenbund will daher das Netzwerk zwischen Hochschulen und Wirtschaft fördern. Ein weiteres Projekt ist ein Gutachten zum Thema Güterverkehr in der Region. In Dornstadt bei Ulm gibt es einen Güterbahnhof. Er deckt den nördlichen Teil des Schwabenbundgebiets ab. Da werden Güter verladen mit wachsender Tendenz. Brauchen wir sowas nicht auch im Süden? Im Allgäu beispielsweise wäre eine Diskussion. Und da hoffen wir uns entsprechende Aufschlüsse aus dieser Arbeit dieser Wissenschaftler. Wir werden das Ganze natürlich noch ein bisschen querlesen. Wir werden auch empirisch erheben, was sagen denn die Logistikexperten, die es hier zuhauf gibt in Schwaben und im Allgäu, was sagen die dazu zu diesen Ergebnissen. Und wenn dann versuchen, daraus eine gemeinsame Position für die baden-württembergische und die bayerische Seite im Schwabenbund zu definieren. In rund einem halben Jahr soll das Gutachten der Fraunhofer Gesellschaft Nürnberg vorliegen. Zusätzlich zum Güterverkehr hat sich der Schwabenbund auch Gedanken über den Personenverkehr gemacht. Die Idee? Ein Schwabenbund-Ticket nach Vorbild der Ländertickets der Bahn. Ja, da sind sie schon so konkret, dass wir sagen, das wollen wir und das machen wir. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr in 2014 die Voraussetzungen so weit geschaffen haben, dass wir dann auch den Nagel mit einem Kopf versehen können und den dann auch einschlagen können. Versprechen kann ich, möchte ich nichts, was ich dann hinterher nicht halten kann. Aber 2014 wird das Jahr sein, wo sich entscheiden wird, ob wir dieses Schwabenbund-Ticket hinkriegen. Viele Projekte hat der Schwabenbund seit seiner Gründung vor 18 Monaten angeregt. Finanziert werden sie durch die Beiträge der 19 Mitglieder. 1.000 Euro sind es pro Mitglied pro Jahr. Daran soll sich erst einmal nichts ändern. Dennoch war auch die zukünftige Finanzierung Thema der zweiten Mitgliederversammlung. Wenn Sie Projekte für die Region generieren, ist immer die Frage auch, wie finanzieren sich solche Projekte. Und da ist ein Segment ist natürlich auch eine öffentliche Förderung. Und wenn Sie dann teilweise kofinanzierte öffentliche Fördermittel einbinden wollen, dann brauchen Sie eben eine solche Rechtspersönlichkeit, bei der eben die Haftung, die Verantwortlichkeit, die Entscheidungskompetenzen klar geregelt sind. Und deshalb eben auch ist die GbR nicht die ganz optimale Rechtsform. Deshalb soll eine alternative Rechtsform überprüft werden, zum Beispiel ein eingetragener Verein. Das wird dann bei der nächsten Mitgliederversammlung im Frühsommer auf der Tagesordnung stehen.
Ein nicht alltäglicher Diebstahl verlief jetzt für den Täter äußerst unerfreulich und wurde letztendlich auch teuer. Der Mann hatte in einem Verbrauchermarkt unbemerkt ein paar Stiefel entwendet, stellte dann aber vermutlich zu Hause fest, dass er zwei unterschiedliche Größen erwischt hatte. Also ging er wieder zurück und tauschte die Stiefel auf seine Art um. Er schlüpfte einfach in ein passendes Paar und machte sich daran, das Geschäft zu verlassen. Der findige Ladendetektiv aber hatte den Diebstahl des ersten Paares und den Irrtum des Diebes inzwischen bemerkt und dem Stiefelräuber aufgelauert. Die Folge? Eine Anzeige wegen Diebstahl. Zusätzlich musste der Mann beide Stiefelpaare bezahlen, weil sie ja schon getragen waren. Der Neubau des Kaufbeurer Eisstadions wird teuer, das steht fest. Allerdings muss die Stadt die Kosten wohl eigenständig stemmen. Eine Förderung ist nicht in Sicht. Und gestiegene Arbeitslosenzahlen auch im Allgäu. Die Hintergründe gleich. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode, Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Lassen Sie Kinderwünsche wahr werden. Jetzt spenden oder Pate werden unter soskinderdorf.de. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. And now. As we take first steps, it's start to realize we live our dream. Going on, we found our way. Erste Hilfe. Rettet Leben. Wie es geht, zeigt Ihnen das Rote Kreuz im Allgäu. Den aktuellen Erste-Hilfe-Tipp sehen Sie am Wochenende bei Treffpunkt Gesundheit. Die Meldungen des Tages. Bei einem Unfall mit 5 Fahrzeugen sind gestern Abend auf der B19 bei Waltenhofen 3 Menschen verletzt worden. Ein Pkw wollte nach dem Überholvorgang wieder auf die rechte Spur einscheren. Dabei kam er wegen der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitplanke. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Unfallautos. Kurze Zeit später erkannte ein weiterer Autofahrer die Situation zu spät. Er versuchte zwar noch auszuweichen, krachte dabei allerdings in 2 bereits stehende Autos. 3 Personen wurden dabei verletzt. Die B19 war zur Bergung der Fahrzeuge 2 Stunden in Richtung Kempten gesperrt. Das Ende von Sommer- und Herbstsaison im Tourismus hat sich deutlich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die Arbeitslosenquote stieg im gesamten Allgäu von 2,9% im Oktober auf 3,1% im November an. Während die Zahl der Arbeitslosen vor allem im Norden eher konstant blieb, stieg sie vor allem entlang der Alpen und des Bodensees deutlich an. Vor allem Köche, aber auch Servicekräfte aus der Hotellerie und Gastronomie meldeten sich arbeitslos. Viele haben aber pünktlich zur bald beginnenden Wintersaison schon neue Jobs in Aussicht. Die Zukunft der Räumlichkeiten der insolventen Baumarktkette Praktika in Memmingen ist nach wie vor unklar. Medienberichten zufolge gibt es noch keinen Interessenten für das Gebäude. Der Konkurrent Thum, der den Praktikamarkt in Kempten mitsamt der Mitarbeiter übernehmen will, habe abgewunken, hieß es. Möglicherweise wird das Wasser aus der großen Baugrube in der Kemptener Innenstadt doch nicht diese Woche abgepumpt. Es sei nicht klar, ob die Baugrube dadurch möglicherweise Schaden nehmen könnte.
Die Befürchtung ist, dass durch das Abpumpen des Wassers mitten in der Frostphase möglicherweise das nasse Holz einfrieren und die Baugrube noch unsicherer werden könnte. Ein Geologe soll jetzt im Auftrag des Zwangsverwalters die Lage klären. Unklar ist unterdessen weiterhin, wie es mit dem großen Loch weitergeht. Immobilienexperten meinen, das Grundstück könnte deutlich weniger wert sein als die 3,2 Millionen Euro, die die Schweizer Investoren bezahlt haben. Eine wohl unbedachte Äußerung eines 12-Jährigen hat jetzt in einer Kaufbeurer Schule für Aufregung gesorgt. Der Junge hatte angekündigt, sich und zwei Mitschüler etwas antun zu wollen. Als die Schulleitung davon erfuhr, informierte sie die Polizei. Die fuhr zu der betroffenen Familie, denn der Junge war krank gemeldet und nicht in die Schule gekommen. Bei Gesprächen mit dem Jugendamt, dem Jungen und der Mutter stellte sich dann heraus, dass sich die drei Buben gestritten und der 12-Jährige ihnen dann gedroht hatte. Mit so drastischen Folgen seiner Aussage hatte er natürlich nicht gerechnet. Feuerwehreinsatz in der Grundschule im Memminger Ortsteil Volkratshofen. Jemand hatte Rauch im Treppenhaus der Schule entdeckt und sofort den Hausmeister und die Rettungskräfte benachrichtigt. Die forschten nach der Ursache des Rauchs. Vermutlich war Asche im Kessel der Ölheizung verbrannt. Die Heizungsrohre wurden vom Kaminkehrer gereinigt. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Die Stadt Kaufbeuren wird die Kosten für ein neues Eisstadion wohl komplett selbst stemmen müssen. Zu diesem Ergebnis kommt der Kaufbeurer Stadtkämmerer. Man bemühe sich intensiv um Förderungen, solche seien aber derzeit nicht in Sicht. Wie berichtet, wird ein Neubau des maroden Kaufbeurer Eisstadions mindestens 15 Millionen Euro kosten. Dazu kämen noch Kosten für ein neues Grundstück oder eine provisorische Bleibe für den ESV Kaufbeuren. Im Kaufbeurer Stadtrat war darauf hingewiesen worden, dass beim Stadionneubau in Weißwasser, wo die Lausitzer Füchse heimisch sind, der Freistaat Sachsen 75% der Kosten übernommen habe. Eine solche Förderung sehe das bayerische Recht allerdings nicht vor, so die Kaufbeurer Stadtspitze. Dank der aktuell kalten Nächte können die Organisatoren der Vier-Schanzentournee schon früher mit der Beschneiung beginnen als üblich. Insgesamt brauche man 3 kalte Nächte, damit man genügend Schnee für das Auftaktspringen Ende Dezember habe, so Stefan Huber, der Generalsekretär der Tournee. Und auch der Kartenvorverkauf laufe gut, so die Organisatoren. Ja, in Oberstdorf wurden heute früh bis zu minus 15 Grad gemessen, nahe am Boden sogar minus 20 Grad. Ganz schön kalt für die Jahreszeit. Die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck. Ein Haus voller Wohnideen. In der kommenden Nacht ist der Himmel stark bewölkt, gebietsweise klart es auf. An den Bergen sinken die Temperaturen auf kalte minus 3 Grad. Der morgige Tag startet dann teils sonnig, teils bewölkt, es bleibt aber trocken. Im Lauf des Tages ziehen immer mehr Wolken auf, gegen Abend fängt es dann an zu schneien. Das Wochenende wird wechselhaft. Am Samstag ist bis in tiefe Lagen mit Schnee zu rechnen, am Bodensee ist Schneeregen möglich. Im Unterallgäu werden Höchstwerte von maximal 3 Grad erreicht. Ab Sonntag bessert sich das Wetter aber. Es ist teils sonnig, teils bewölkt. Ähnliches Wetter erwartet uns auch am Montag. Trotz des Nebels scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad. Es ist ein Problem, mit dem viele Vereine zu kämpfen haben. Der Nachwuchsmangel. An den Mitgliederzahlen selbst liegt es dabei oft gar nicht. Es sind die aktiven Mitglieder, die immer weniger werden. Ein Beispiel: der Trachtenverein Edelweiß in Lechbruck. Rund 150 Mitglieder hätte er, doch 2 Drittel davon sind über 60 Jahre alt. Und selbst der Vorplattler, also derjenige, der den jungen Trachtlern die Tänze beibringt, ist schon 58. Ein Nachfolger nicht in Sicht. Dienstagabend wird beim Lechbrucker Trachtenverein Edelweiß geprobt. Im Untergeschoss der Lechhalle gibt Vorplattler Karl Geiger, der Charlie, sein Wissen weiter. Der Vorplattler ist der Leiter einer aktiven Trachtengruppe. Er koordiniert die Proben. Heute sind 8 Kinder und Jugendliche und 3 Erwachsene da. Bis auf 2, die bei der Probe fehlen, sind das alle Aktiven des Trachtenvereins Edelweiß. Wir haben also im Jahr 2008 nur 35 Jugendliche gehabt. Und so hat sich das jetzt leider abgebaut auf 5, 6 Jugendliche, 7 vielleicht noch. Aber wir sind am unteren Level im Moment angelangt und sind verzweifelt auf der Suche nach Nachwuchs.
Die, die noch aktiv sind, sind mit Feuereifer bei der Sache. Von klein auf, der Jüngste ist 7 Jahre alt, proben sie die althergebrachten Volkstänze. Nicht jedes Kind interessiert sich aber für Tradition und Brauchtum. Und so konkurriert der Trachtenverein Edelweiß mit den anderen Vereinen im Ort. Die Kinder von der Schule her sind gefordert und dann leitet es halt vielleicht noch ein oder zwei Vereine nebenzu. Und dann ist es sauber aus, mehr geht nicht. Und da sucht man sich halt dann was aus, was einem Spaß macht. Und da rangieren wir anscheinend im Moment nicht an erster oder zweiter Stelle, sondern an vierter oder fünfter. Aber selbst wenn es gelingt, Mädchen und Jungen für den Trachtenverein zu begeistern, ist das Problem noch nicht gelöst. Das zeigt sich vor allem daran, dass es die älteren Semester sind, die die aktive Trachtengruppe stemmen. Das ist mal klar, so Altracht wie der Charlie und wie ich jetzt bin, schon ewig. Jetzt sind nicht mehr bei jungen Leuten, wir sind alte Leute. Das ist einmal, glaube ich, das erste Problem, was wir haben, dass bei uns junge Leute mit 20 Jahren einfach da fällt, irgendwann fort zum Studieren, irgendwann ins Ausland. Oder wir haben einen zu wenig Stamm, wo die jungen Leute begeistern können. Ich denke, das ist schon das Hauptproblem bei uns. Generell sieht es mit dem Nachwuchs im oberen Lechgau-Verband recht gut aus. Fürs Preisplatteln arbeitet der Lechbrucker Trachtenverein auch schon mal mit den Nachbarvereinen zusammen. Wie die Zukunft aussieht, ist aber dennoch ungewiss. Selbst eine Auflösung des Vereins stand schon im Raum. Also da denken wir zuletzt dran und ich überhaupt, weil ich selber schon mit 15 Jahren mit meinem Vater damals schon da war immer schon ein bisschen eine Krise in Lechbruck. Da bin ich schon eingestiegen. Ja, mein Vater hat Akkordeon gespielt und ich habe da mit 15 Jahren schon angefangen. Der andere, wo 3 Jahre jünger sind, Schuhplattler gelernt. Und ich halte einmal noch fest. Und auch die, die jetzt noch dabei sind, was heute gesehen haben, also noch aufhören werden wir noch nicht. Dennoch hat der Vorstand ein erstes Limit gesetzt. Bis zu den nächsten Wahlen will er weitermachen. Die sind im Dezember 2014. Dann entscheidet sich, ob die aktiven Mitglieder auch weiterhin ihre Tradition hier pflegen können. Ein Thema, das wir gerne noch vertiefen möchten, und zwar mit dem Landesjugendvertreter der Bayerischen Trachtenjugend, Günther Frey. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, Herr Frey, Sie sind natürlich im traditionellen Outfit zu uns gekommen. Was genau ist denn das für eine Tracht? Das ist unsere Vereinstracht in Sulzschneid, ist aber eine Grundtracht aus Miesbach, eine Miesbacher Grundtracht, die aus Miesbach um die Jahrhundertwende zu uns gewandert ist. Mhm. Wenn man jetzt aufs Oktoberfest schaut oder auch auf die Allgäuer Festwoche, scheinen ja Traditionen wieder in zu sein. Also Dirndl und Lederhosen werden sehr, sehr gerne getragen. Auch Musiker entdecken den Dialekt wieder für sich. Ist das ganz in Ihrem Sinne? Ja, tatsächlich ist es so, wie Sie sagen. Heimat, Freundschaft, Traditionen gelten wieder mehr. Und das ist sehr in unserem Interesse, dass Dialekt bunter gesprochen wird, dass Tracht bayerisches Gewand angenommen wird, mehr wie früher. Aber doch ist es so, Tracht ist nicht gleich Tracht. Da legen Sie Wert auch da auf das Echte. Ja. Genau. Ja, wie der Lechbrucker Trachtenverein, den wir gesehen haben, haben ganz viele traditionelle Vereine Nachwuchssorgen. Wie denken Sie denn, kann man da entgegensteuern, junge Leute wieder begeistern für diese Sache? Nicht ganz viele, aber einige haben Probleme. Das ist ein verbandsübergreifendes Problem, das wir haben. Da muss man Ursachenforschung treiben, an was liegt es denn? Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann von der Ganztagsschule herrühren, wo die Kinder länger in der Schule sind. Das kann daran liegen, oder das liegt mit Sicherheit daran, dass immer weniger Kinder da sind, der demografische Wandel. Das kann daran liegen, dass das große Angebot am Ort zu groß ist. Das Freizeitangebot insgesamt ist ja für junge Leute, aber auch für Senioren ja sehr groß. Das kann daran liegen, dass ein dominierender Verein am Ort ist, der sehr attraktiv ist und der natürlich von anderen Vereinen Jugendliche abzieht. Und das scheint wohl in Lechbruck so zu sein. Und wo sehen Sie dann Möglichkeiten, etwas zu tun, gegenzusteuern, Werbemaßnahmen zu ergreifen? Werbemaßnahmen zum Beispiel, was aber nicht ganz einfach ist. Die Jugendwerbung muss abgestimmt sein auf das, auf die Problemstellung. Also ich kann nicht einfach nur Internetseite freischalten und Handzettel verteilen, sondern muss man ganz speziell schauen auf den Verein mit seinen Ressourcen, mit den abgestellt auf die Zielgruppe der Kinder, die Eltern, was wird am Ort angeboten, andere Vereine, gibt es hier eine Schule, gibt es einen Kindergarten, die man mit einbeziehen kann. Sehr
differenziert muss man das anschauen. Also das gibt keine Musterlösung, keine Musterwerbung. Ich mache das und dann klappt es. Eine Möglichkeit, also die ich ganz toll finde, ist vielleicht die Einführung des Wahlfaches Tradition. Also das gibt es jetzt an 5 bayerischen Schulen. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Wahlfach Tradition. Wir wollen hier jungen Leuten mit unseren heimischen Traditionen und Brauchtum in Verbindung bringen. Regionales Brauchtum. Also da, wo die Schule ist, dieses Brauchtum, das da vor Ort ist, da wollen wir die jungen Leute auch in Verbindung bringen. Die sollen die Möglichkeit haben, das näher kennenzulernen und auch selbst zu erleben. Ja. Und wie, was machen Sie genau? Singen Sie, tanzen Sie? Ist ja. Dialekt ein Thema? Ja, Dialekt ist ein Thema. Singen, einfache Volkstänze, aber auch einfache Diskussionen. Wo kommt denn das Oktoberfest her? Warum gehen denn die alle mit der Tracht dahin? Was ist denn Tracht? Und so kann man das in das heutige Leben übertragen. Also kein Museumscharakter, sondern wirklich das, was die Kinder auch interessiert, mit dem sie auch was anfangen können in ihrem Leben. Ins heutige Leben übertragen, sagen Sie, da ist es auch wichtig, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch Interesse haben können an dem Wahlfach. Wie schaffen Sie denn das? Sie werden wahrscheinlich auch andere Traditionen mit einbeziehen. Also junge Menschen mit Migrationshintergrund sind sehr dazu eingeladen. Das ist schon sehr wichtig, dass die mit dabei sind. Denn wir sagen leichtsam und zählen auf, was uns trennt, aber was uns verbindet nicht. Und unterschiedliche Muttersprachen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Feste. Wenn man da mal ein bisschen hinten reinschaut, dann wird man feststellen, dass es hier viele Ähnlichkeiten gibt und dass es sogar gemeinsame Ursprünge gibt. Das wiederum verbindet und das auch Verständnis füreinander schafft. Im Allgäu gibt es eine solche Möglichkeit noch nicht. Haben Sie da Informationen, ob es irgendwann soweit sein wird? Leider nicht. Wir haben versucht, viel Werbung zu machen, ist uns nicht gelungen. Aber es wäre schön, jetzt durch die Sendung, wenn uns interessierte Lehrerinnen, Lehrkräfte und Schulleitungen zusehen. Sie dürfen sich gerne bei uns melden, bei mir oder bei der Geschäftsstelle vom Bayerischen Trachtenverband. Sie bekommen alle Informationen und Unterstützung. Es wird uns sehr freuen. Schönes Schlusswort, Herr Frey. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, bei uns geht es gleich weiter in wenigen Minuten. Erleben Sie einen festlichen Allgäuer Presseball unter dem Motto Opernball. Moderator Tilman Schöberl begleitet Sie durch die Ballnacht. Stargäste sind die jungen Tenöre mit ihren ausdrucksstarken Stimmen. Von Klassik über Operette bis hin zu Pop und Rock ist alles dabei. Für flotte Tanzmusik sorgt das Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Opernballbuffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt wieder mit hochwertigen Preisen. Bestellen Sie jetzt Ihre Presseballkarten. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Grenzenlos. Gesundheit und neue Energie tanken. Das Bayerische Golf- und Thermenland erwartet Sie. Mit Wohlfühlgarantie. Viele tolle Angebote finden Sie auf bayerisches-thermenland.de. Das Bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. And now, as we take first steps, it's time to realize we live our dream. Going on, we found our way. TV Allgäu. Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder.
TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Wir schauen jetzt wieder ein bisschen über die Grenzen des Allgäus hinaus und in den Landtag hinein. Auch wenn es keine Plenarsitzung gibt, die Abgeordneten des Landtages sind jeden Tag in vollem Einsatz. Diese Woche trafen sich die verschiedenen Ausschüsse, um sich unter anderem über den Kunstsammler Cornelius Gurlitt und über die NSA-Affäre zu beraten. Die politische Situation nach der Wahl und was wir von der Politik erwarten. Diesem Thema gingen bayerische Schüler und Studenten im Rahmen der Ausschusswoche im Landtag nach. Für die Jugendlichen stand fest, Politik muss wieder jünger werden, zudem klar verständlich und interessant sein. Der Krimi um die Münchner Kunstfunde kam ihnen da gelegen. Eines der Themen des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst. Kunstpolitisch betrachtet ist der Fall Gurlitt sicher ein Fall mit einer nahezu einmaligen Dimension. Es ist notwendig, hier umfassend Transparenz herzustellen, was heute mit geschieht. Es ist auch notwendig, mit der entsprechenden fachlichen Qualität eine zügige Bearbeitung zu ermöglichen, dass dann die Fragen, die auch von internationaler Bedeutung sind, entsprechend bearbeitet sind. Und das geschieht in vollem Umfang. Der Schwabinger Kunstfund, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist Ergebnis und weiterhin Gegenstand eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Diese Ermittlungen berühren die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte, und sie offenbaren nicht oder jedenfalls nicht hinreichend aufgearbeitetes NS-Unrecht. An der Aufdeckung möglichen NS-Unrechts haben sowohl die Bundesrepublik Deutschland, aber auch mögliche Opfer ein berechtigtes Interesse. Dies muss und wird mit höchster Sorgfalt und Transparenz geschehen. Im Ausschuss für kommunale Fragen, innere Sicherheit und Sport kam endlich auch die NSA-Affäre an. Zentrales Thema hier, wie viel wussten die heimischen Behörden? Die Regierung hat heute einen mündlichen Bericht gegeben zum Thema Bespitzelungsaffäre. Was waren denn da die zentralen Punkte, die im Ausschuss diskutiert wurden? Ja, es gab hier eine ganze Reihe von Themen, die da angesprochen wurden. Für uns sehr wichtig war, dass es wohl so ist, dass bayerische Behörden das bei uns geltende Recht eingehalten haben. Ja, zum einen war es ein sehr ausführlicher Bericht, der deutlich gemacht hat, wie schwierig es ist, sich gegen Spähangriffe zu schützen und dass die Spähangriffe aus der Russischen Föderation, aus China, aus dem asiatischen Raum bis hin nach Syrien zum Teil heftiger sind als die aus Amerika und aus England. Aber auf der anderen Seite sind das ja unsere engsten Freunde und deswegen bedrückt es schon, dass selbst unsere Bundeskanzlerin abgehört worden ist. Deswegen ist das große Ziel, und das unterstütze ich voll und ganz, dass man hier auf Prävention setzt, dass wir sowohl die Bürger als auch natürlich unser Behördennetz vor solchen Angriffen schützen. Angesichts einer Zahl von 36.000 Hackerangriffen täglich auf das bayerische Behördennetz, sieht man ja dann andererseits auch die Dimension, der wir hier ausgesetzt sind, wobei auch falsche Eingabe des Passworts schon als Hackerangriff gewertet wird. Man weiß ja nicht, ist es einer, der es nur vergessen hat oder einer, der ausprobiert, ob er reinkommt. Also das zeigt, wie schwierig auch technisch die Herausforderung ist und wie groß die Dimension dieser Herausforderung ist, sich gegen Sperrangriffe zu schützen. Aber Tenor war auch zu erkennen, dass ausländische Dienste natürlich bei uns sehr stark sich engagieren und dieses Engagement nicht lückenlos immer verfolgt werden kann. Aber es ist noch nicht aller Tage Ende, denn wir warten jetzt mit Spannung auf den schriftlichen Bericht, der ja noch vorgelegt werden muss. Und den werden wir sehr, sehr kritisch durchschauen, ob Handlungsbedarf besteht und dann entsprechende parlamentarische Initiativen auch seitens der SPD-Fraktion ergreifen. Konkret wollte man heute nicht werden. Schließlich wurde zunächst nur mündlich Bericht erstattet. Eine schriftliche Stellungnahme wird vom Innenministerium in den nächsten Tagen erwartet. Wieder zurück im Allgäu schauen wir jetzt noch auf die morgige Sendung. Am Wochenende geht's ja los mit vielen Weihnachtsmärkten in der Region. Mein Kollege Boris Weltermann testet schon mal für Sie. Er nimmt die Christkindlesmärkte in Kempten und Kaufbeuren unter die Lupe. Außerdem schauen wir auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und hören rein beim Musical Die heilige Elisabeth. Ich freue mich drauf. Wäre schön, wenn Sie wieder einschalten.